Hallöchen Leute, willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Banjo-Kazooie. Genau so sieht das aus hier. Wir haben die Welt schon fast abgeschlossen. Es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Und zwar ein Jinjo, ein weiteres Puzzleteil und ein paar Noten. Aber die sammeln wir hier gerade ein. Ich weiß nicht, wo sind die restlichen? Badababa. Hier sind noch welche, cool. Nehme ich gerne mit. So, 7. Fehlen noch 3. 3 Noten sind es noch. Ah, und ich sehe sie. Da sind sie. Ich sehe sie doch. Da muss ich hin. Das ist der Zielort meines Glückes. Damit haben wir alle Noten dieser Welt beisammen. Wunderbar. Das ist ja schon mal ein Erfolgserlebnis für diesen Part, ne? Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. Und hier ist auch der letzte Jinjo. Den nehme ich auch gerne mit. Yay, Jinjo. Jinjo. So, und dann, also jetzt fehlt noch ein Puzzleteil und ich glaube 2 Honigwaben. Das Puzzleteil ist hier, alles klar, dann sind schon mal die Must-Haves erledigt. Aber, ja gut, das ging ja relativ flott jetzt. Die Honigwaben hätte ich trotzdem noch gerne. Ich muss gerade mal nachgucken, gibt es 2 oder gibt es eine hier? Es gibt 2, okay. Okay, es gibt tatsächlich 2 Honigwaben hier. Müssen wir mal wissen, wo die jetzt... Autsch. Wo die zu finden sind. Ich glaube, wenn man rumfliegen würde, würde man am ehesten die finden. Deswegen probiere ich mein Glück mal damit. Irgendwie habe ich auch die Vermutung, dass hier auf diesen Kisten noch irgendwas war. Aber das sieht gerade nicht so aus. Das ist nur ein Mumbo-Token. Können wir mitnehmen, aber... Ja, okay, dann halt nicht. Mir auch egal. Doch, ich will das haben. Nein, oh Mann. Oh, diese Musik von dem Hai ist echt bedrohlich, ey. Moinsen, na? Kannst jetzt auch wieder verschwinden. Danke. So, also von einer Honigwabe weiß ich zumindest so halbwegs, wo sie ist. Aber von der anderen habe ich echt momentan überhaupt keine Ahnung. Wo ist die letzte Honigwabe? Und ich hätte auch gerne ein bisschen Energie. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir. Hier war doch irgendwo auch ein Bienenstock, oder? Genau, hier ist er. Yay, Bienenstock. So. Damit sollten wir wieder schön aufgefrischt sein. Und die Münder von Banjo und Kazooie gehen auch immer weiter auf, je nachdem wie viel Energie sie haben. Das sind so nette Sachen. Wunderbar. So, wir probieren nochmal unser Glück mit dem, mit der Flug-Action hier. In der Hoffnung, eine Honigwabe zu finden. Wo kann die sein? Also ich weiß von einer, dass ich hier irgendwo im Wasser sein muss, bei so einem Turm hier. War das hier? Hab natürlich auch Angst wegen diesem scheiß Hai, der uns immer essen will. Ups. Oh, das ist jetzt eine uncoole Situation gerade. Das Leben da ist zwar verlockend, aber ich glaube... Es ist mir nicht wert, dafür zu sterben. Nee, hier war das nicht. Hier war das nicht. Gibt es irgendwo noch eine Kiste, die außerhalb schwimmt irgendwie? Weil ich glaube, da könnte das auch sein. So eine Honigwabe. Ich suche 2. Shark Food Island. Ja, lecker. Auf der Kiste da war nur ein Bonus Leben. Das habe ich schon herausgefunden. Das ist nicht das, was ich will. Wo ist eine Honigwabe? Honigwabe? Und ich meine nicht diese gefüllten, sondern eine leere. Ansonsten werden wir es echt auf großen Zwang nicht finden können. Dann müssen wir... Ah, da unten! Da unten ist sie! Ich sehe eine! Das ist schon mal geil. Das ist die, die ich meinte, unter Wasser. Coole Sache. Wahrscheinlich werden wir getroffen von dem Hai einmal, aber... Au! Lecker! Aber vielleicht können wir sonst mit unserem Leben noch davon kommen. Ja, sieht gut aus. Okay, das war schon mal die erste Honigwabe. Aber wo ist die zweite? Wo ist die zweite Honigwabe? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich glaube, die ist irgendwo auf einer Kiste, die im Wasser schwimmt.
Aber ich bin mir echt unsicher, wo die ist und ob es überhaupt wirklich so ist. Ich schwimme mal ein bisschen hier so um die Küste rum, um den Strand. Vielleicht finde ich sie ja durch Zufall auf einer Kiste hier. Ich suche eine Honigwabe. Eine leckere Honigwabe. Ne, hier ist nichts. Ein bisschen die Richtung navigieren. Also Banjo-Kazooie ist schon ein sehr cooles Spiel, muss ich sagen. Habe ich früher so lange auf dem Nintendo 64 gespielt. Habe ich so gute Erinnerungen dran. Kann ich wirklich jedem empfehlen zu spielen. Auch jetzt noch. Ich habe mich übrigens informiert. Mit dem Nintendo Marketplace oder wie das hieß, ist ja totaler Bullshit gewesen. Denn die Rechte gehören jetzt Xbox und Microsoft und deswegen gibt es das im Xbox Marketplace oder wie das heißt von denen. Ah, da ist sie tatsächlich. Cool, das freut mich. Dankeschön. Noch zwei weitere und dann bekommen wir einen neuen Herzcontainer, wie der Zelda-Spieler sagen würde. Aber gut, diese Welt ist damit abgehakt. Cool. Wir können sie also verlassen. Eine Sache gibt es natürlich noch, um die Welt wirklich komplett für Ewigkeiten vergessen zu können. Und zwar das Puzzleteil auf der Overworld, was wir hier mit dem Schalter bekommen haben. Aber das sollte kein großes Problem sein, oder? Ich glaube nicht. Das sammeln wir jetzt einfach noch ein. Ganz flott. Die Bestleistung dieser Welt ist nun 100 Noten. Ganz schön geil, ihr Typis. Aua, Mann. Ach, du Blödmann. So, sterbe dafür. Das ist echt uncool gewesen, ne? So, hier oben müssen wir hoch. So. Hallöchen, mein Freund. Und das nächste Puzzleteil in der Overworld gehört auch uns. So, damit sind die ersten beiden Level schon abgeschlossen. Das ging ja relativ flott, muss ich sagen. Das nächste habe ich auch besonders in Erinnerung. Das war nämlich immer... Ja, weiß ich nicht. Das hat mir früher immer so ein bisschen eine Schauder über den Rücken gejagt. Das war ein bisschen gruselig. Aber eigentlich auch nicht, ne? Naja, mal gucken, ob wir da überhaupt hinfinden. Es ist nämlich Clankers Cavern. Muss ich unten lang oder oben? Weiß ich natürlich nicht. Ich probiere es mal unten. Ich glaube, reingucken werden wir in die Welt jetzt nicht mehr. Aber wir werden zumindest den Eingang finden und öffnen. Moinsen! Was ist denn hier so? Ist hier das Puzzle? Nee, ein Kessel. Na toll. Der magische Kessel ist aktiviert. Finde zwei gleicher Farbe und du kannst dich teleportieren. Ja, bla bla bla. Ja, das ist natürlich nicht der andersfarbige zu dem, den wir schon neulich gefunden haben. Das wäre ja viel zu einfach. Und die Entfernung, die sie überbrücken würden, wäre auch viel zu kurz. Also, das ist ja lächerlich. So, ich hoffe, hier geht's lang. Clankers Cavern möchte ich finden. Wo ist denn der Eingang? Aha. Das hier sieht doch schon verdächtig aus. Hier sind Röhren. Kann man die... Gibt es hier einen Schalter irgendwo? Hier muss es doch einen Schalter geben. Ich glaube, hier war der, oder? Ah, tatsächlich ein Röhrenschalter. Ja, Mario wäre neidisch. Ist das timed? Geht das auf Zeit hier? Sieht nicht so aus, oder? Ne, glaube ich nicht. Ansonsten würde man ja auch so eine nervös tickende Uhr immer hören. So, eine weitere Röhre kann erschaffen werden. Wunderbar. Damit kommen wir hier nach oben. Aber was bringt uns das Ganze? Ist das überhaupt voll sinnvoll? Und wo müssen wir hin? Ich will eigentlich zu Clankers Cavern, aber... Muss man dafür nicht auch erst ein Puzzle lösen? Ist das hier der Weg zu dem Puzzle? Das kann natürlich sein. Hallo, hallo Brunhilda, oder wie du heißt. Wusstest du, dass Brunhilda einen Flohzirkus unter ihrer Hexenkluft trägt? Na dann... Nächste Info. Sie hatte auch einen schrecklichen Hund, der Lassie hieß. Oh, benannt nach der beliebten TV-Serie aus den 60ern. Meine Schwester singt in ihrer eigenen Band. Gruntis Kesselreihe. Kesslerreihe. Schreckliche Musik. Wer ist denn mit in ihrer Band? Ist sie alleine da drin? Von mir aus schieße blaue Eier. Du ungepflegter, frecher Geier. Was muss ich hier tun? Ein neuer Schalter. Also von Schalter zu Schalter bewegen wir uns hier vorwärts. Was bringt denn das jetzt? Das sieht ja fast schon nach dem Gebiet von einer weiteren Welt aus, die wir noch nicht betreten möchten. Von Bubble Gloop Swamp. Aber, Ich kann mich auch täuschen. Was ist denn hier so jetzt? Was geht denn hier ab, ey?
Doch, das hier ist doch schon Bubble Gloop Swamp, oder? Ja, aber können wir ja trotzdem schon freischalten. Bubble Gloop Swamp, genug Puzzleteile sollten wir ja wohl haben, oder? Ja, genau, können wir einfach so reinfropfen. Wenn du alle Teile auf einmal in das Bild einsetzen möchtest, oh, das ist sogar sinnvoll, drücke den Z-Trigger. Cool. Damit haben wir schon die übernächste Welt geöffnet. Aber ich möchte doch eigentlich noch die Welt davor erkunden. Bubble Gloop Swamp, da werden wir erstmal noch nicht hingehen. Ich möchte erstmal nach Clankers Cavern. Aber wo geht's denn da lang? Wo geht's nach Clankers Cavern? Geht's hier noch irgendwo lang? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann war dieser Weg komplett falsch. Na toll. Oh Mann, die Zeit in diesem Part wird auch schon wieder knapp. Aber ich möchte gerne noch Clankers Cavern zumindest finden. Das wäre doch schön, wenn das gelingen würde. Badamdam. Interessant ist auch, dass diese stilistische Sache so gewählt ist, dass man unter Wasser die Musik nicht mehr so deutlich hört, sondern nur so stumpf und abgeflacht. Ich weiß nicht, wie man das nennt, wie man es beschreibt, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und das finde ich ziemlich nett gemacht. Coole Sache. Okay, beide Wege waren nicht die ich wollte. Autsch. Na gut, dann müssen wir hier durch die Notentür gehen. Wir haben zum Glück genügend. Ich weiß gar nicht, wie viele hier gefordert waren. Bestimmt 100. Aber das ist ja kein Problem für uns. Ups. So, wo geht's denn hier weiter? Wo geht es hier weiter? Oh, ein Selbstbild von Grundhilda. Na toll. Hier geht das nach Bubble Gloop Swamp. Da will ich nicht hin. Keinesfalls möchte ich da hin. Wo ist denn Clankers Cavern, Mensch? Wenn ihr in diesem Tempo weitermacht, die ganze Welt über euch lacht. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind ziemlich gut in der Zeit, um ehrlich zu sein. Hier ist schon die nächste Tür. 260, da habe ich noch nicht genug Teile. Nicht genug Puzzle, nicht genug hier Dings sind hier. Na, wie heißt es? Oh, Noten. Hä, wo ist denn der... Hä, wo ist denn der Eingang zu Clankers Cavern, Leute? Bin ich blind? Also, zum Bubble Gloop Swamp will ich noch nicht. Clankers Cavern kam immer davor. Das war die dritte Welt. Aber wo ist der Eingang? Gibt es hier noch einen Weg, den ich unterschlagen habe? Da geht's zur Treasure Trove Cove. Da unten ging es zum Puzzle-Block für Click Clock Wood. Da oben ging es zum Puzzle-Dingsens für Dingsens. War ich hier unten eigentlich schon? Was ist hier unten? Ach, hier war nur der Kessel. Ach, Mann. Na toll. Okay, ich kann das nicht finden. Ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir uns wieder. Und bis dahin weiß ich, wo es weitergeht in die nächste Welt. Clankers Cavern. Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Tag und wir sehen uns dann. Also, ciao, Leute.